Als ich eines Tages in einem Forst nahe meines Grundstückes lustwandelte, wurde ich eines Blattes gewahr, das auf dem Boden dieses Forstgebietes lag. Der Anblick verwunderte mich zutiefst, war ich es in keinster Weise gewohnt, Blätter in ihrer unmittelbaren Nähe von Bäumen, geschweige denn in Wäldern, zu erblicken. Wie konnte das sein? Wie war dieses Blatt in das Forstgebiet gelangt? Um welchem Blatt handelte es sich überhaupt? Es war von grüner Farbe und hatte eine entfernt ellipsenartige, aber auf jeden Fall achsensymmetrische Struktur mit einer auf einer Seite die Form des Blattes durchdringenden Achse. Da das Blatt an den äußeren Enden stachelig war, dachte ich zuerst an die Steineiche als möglichen Ursprung. Doch dann sind mir die Worte eines Forstwissenschaftlers wieder in den Sinn gekommen, der mir Weiland mitgeteilt hatte, dass die Steineichen, Ilex, dieser Welt größtenteils von der Stechpalme, Ilex aquifolium, usurpiert worden waren und die wenigen Steineichen unter Verlust ihres eigenen Namens eben nicht mehr als Ilex, sondern als Quercus Ilex identifiziert werden müssen, denn der Name Ilex ist seitdem der Stechpalme vorbehalten, sei es in der jeweiligen Untergattung Ilex, Prinos oder Byronia. Besonders bizarr fand ich das in Bezug auf Prinos, den altgriechischen Namen für die Steineiche. Auch davor hat die Stechpalme nicht Halt gemacht. Doch andererseits, was interessieren mich Stechpalmen und Steineichen? Es war von einem Blatt die Rede, und meines Wissens nach bestand zwischen Blättern und Bäumen noch nie ein signifikanter Zusammenhang. So entledigte ich mich meiner Bedenken um dieses Thema, indem ich das unruhestiftende Blatt kurzerhand aufaß und nach Hause ging. 18 Jahre später starb ich an den Folgen einer vergifteten Pastete, als sie mich erschlug.